Vor 2 Wochen ungefähr habe ich Ihnen ja unsere neue TV Total Jubiläums-DVD vorgestellt. 15 Jahre TV Total. Und dann habe ich einen jungen Mann angerufen. Das heißt, einen jungen Mann, einen Mann mittleren Alters, würde ich mal sagen, den ich willkürlich aus dem Telefonbuch rausgepickt habe und habe ihm diese DVD geschenkt. Der war aber so clever und hat mir noch ein paar andere Sachen abgeschwatzt. Ich zeige Ihnen das noch mal kurz, damit Sie wissen, worüber ich rede. Schauen Sie mal. Ja, bitte? Ja, schönen guten Tag. Spreche ich da mit Herrn Lewandowski? Wer ist da dran? Stefan Raab ist mein Name. Kennen Sie mich vielleicht? Aus dem Fernsehen. Ja, bitte? Ja, Herr Lewandowski, nicht auflegen. Ich bin's nur, Stefan Raab. Kennen Sie mich zufällig? Soll das ein Witz sein oder was? Nee, ich bin's. Also, ist folgendermaßen, ich habe Sie durch Zufall ausgewählt aus einem Telefonbuch. Ich habe das durchgeblättert, mit meinem Finger auf die Telefonnummer getippt, weil Sie haben unsere 15 Jahre TV Total Jubiläums-DVD gewonnen. Und das ist das Publikum, das applaudiert gerade. Haben Sie einen DVD-Spieler? Glaube ich schon. Ja? Okay. Also, falls Sie keinen haben, wir schicken Ihnen noch einen mit. Doch, ja? Besser wert. Besser wert. Das, okay, alles klar. Ja gut, komm, tun wir noch einen DVD-Player oben drauf. Was kosten die denn heute, so ein DVD-Player? Weiß ich nicht. So, keine Ahnung, 100 Euro kriegt man schon einfach. Ich kann den Fernseher gleich mit drauflegen, denn lohnt sich das nicht. Den Fernseher auch noch. Okay, das wollen wir nicht so sein. Dann legen wir noch einen Fernseher oben drauf, oder? So, also, so spendabel waren wir seinerzeit. Und Elton hatte zufällig Zeit und musste nach Mecklenburg-Vorpommern. Weil er sich gesagt hat, da wollte ich schon immer mal hin und wenn ich da bin, dann ist also hingefahren. Und, er dachte aber nicht, dass man so lange braucht und hat den Fernseher, die DVD und den DVD-Player persönlich abgeliefert. TV Total on Tour. Damit Herr Lewandowski seine 15 Jahre TV Total DVD nebst Fernseher und DVD-Player auch schnell und sicher bekommt, haben wir Elton höchstpersönlich mit dieser wertvollen Fracht auf die Reise geschickt. In gerade mal 8 Stunden ging es von Köln nach Uzedil in Mecklenburg-Vorpommern, dem Wohnort von Herrn Lewandowski. Gut, vielleicht hätten wir Elton mal den Navi mitgeben sollen oder wenigstens die genaue Adresse. Herr Lewandowski! Hallo! Wasser! Ich hab noch Kaffee im Auto. Aber das gute alte nach dem Weg fragen sollte doch immer noch funktionieren. Hallo. Hello. Hello. Oh, you speak English? Nee. Nee. Ich suche den Herrn Lewandowski. Ja, genau. Als wenn die Dame jeden Bewohner Vorpommerns kennt. Wenn Sie wieder hochfahren. Ja. Und dann so durchs Dorf. Und dann das nächste Dorf ist Uzedil. Da ist, wohnt auch der Herr Lewandowski. Ach, Sie kennen den? Na, du ja, vom Ansehen. Vom Ansehen? Ja, ansonsten auch nicht. Ist das Dankeschön? So, bitte. Noch einen schönen Tag. Dank der netten Dame erreichte Elton wenige Minuten später tatsächlich Uzedil. Den letzten Tipp geben dann diese beiden freundlichen Einheimischen. Ich suche den Herrn Lewandowski. Hier geradeaus? Ja. Und dann sind auf der linken Seite 3 Eigenheime, sag ich mal, so kleinere Häuser. Ja. Und das erste Eigenheim wohnt Lewandowski. Dann fahre ich da jetzt mal rüber. Ja. Noch viel Spaß bei der Mittagspause mit Lübzer Pilz, ne? Ja. Wie sich gehört, mit Hopfen. Ja. Dann endlich erreicht Elton das Haus der Lewandowskis. Das sieht doch gut aus. So, wie soll das sein? Ich bin mal gespannt. So, hier Familie Lewandowski. Hallo! Hallo. Guten Tag. Ja. Sie sind Frau?
Lewandowski. Ja, zu Ihnen wollten wir aber gar nicht, sondern zu Herrn Lewandowski. Kommen Sie ran. Ich kann es ja wohl wirklich nicht glauben, wa? Mahlzeit. Mahlzeit. Papa. Ach, um Gottes Willen. Wir haben Ihren Fernseher mitgebracht. Wo geht's denn hin, Herr Lewandowski? Hier? Wo sollen wir das Ding denn aufbauen? Hinten, wo der Alte steht. Hinten, wo der Alte steht. Das TV-Total-on-Tour-Team baut Herrn Lewandowskis Fernseher auf und Elton packt fleißig mit an. Sollen Sie uns helfen? Ich bin Radio- und Fernsehtechniker tatsächlich. Ach ja? Ursprünglich. 4-. Bis der neue Fernseher steht, schaut Elton sich ein wenig um. Seit wann wohnen Sie hier schon? Also ich wohne seit 89 hier. 89? Hm? Haben Sie direkt rüber gemacht? Finde ich gut. Was ist das denn? Pampe? Kartoffelsuppe mit Bockwurst. Boah, aber gestern schon. Aber gemacht, nee, gerade habe ich heute Vormittag gemacht. Ja? Das reicht ja gerade mal für mich. Naja, ich wusste ja nur nicht, wer alle kommt. Und dann ist es soweit. Das neue TV-Gerät steht. Es muss nur noch angemacht werden. Den mal anmachen. Geht nicht, weil. Vielleicht sollte ich mal auch Stecker reinstecken. Gut, das erklärt die 4-. Ja, 4-. Aber dann. Zack. Funktioniert das sogar. Bei 4- hätte ich angenommen, dass es noch Schwierigkeiten gibt. Bitte? Als besonderen Service mache ich Ihnen noch Pro7 auf die 1, okay? Wenn es sein muss, ja. Ja, das muss sein. Aber Elton ist ja nicht wegen des Fernsehers losgefahren. Der Hauptgrund war ein ganz anderer. Und zwar deswegen. Können Sie sich noch daran erinnern? Ja. Was haben Sie gedacht, als der Chef angerufen hat? Ich habe gedacht, der will mich verarschen. Ja, ne? Machen Sie die auf. Aha, und dann so packen wir die rein. 707 Minuten. Aber jetzt nicht ein Stück, ne? Doch, wir haben ich meine, dann gehe ich bei und mache erstmal noch ein Schwein fertig zwischendurch. Ach, schlachten Sie auch? Ja, sicherlich. Ah. Bevor es aber zum gemütlichen Teil kommt, muss noch eine kleine Änderung vorgenommen werden. Wer ist das? Das ist meine Tochter. Das ist die Tochter? Mhm. Ja, die kennen Sie ja, ne? Ja. Ja, deswegen können wir das ja austauschen. Das Stefan hin und das. Dann kann's jetzt ja losgehen. Aber scheint wunderbar zu funktionieren, der Fernseher. So. Ich muss mich schon ein bisschen freuen, Herr Schwerler. Ich gucke am wenigsten. Ja. Denn wenn Fernsehzeit ist. Dann freuen Sie sich wenigstens ein bisschen. Ja, ich freue mich. Frau Lewandowski freut sich. Freuen Sie sich doch mal. Ja. Nach nur 707 Minuten Best auf 15 Jahre TV Total hieß es dann aber auch schon wieder Abschied nehmen. Tschüss, ne? Tschüss. Das ist schön, ne? Ja, aber. Bis denn. Wir halten Wort, keine leeren Versprechen. Ja, so sind wir.